Kunst, für Theater, für Literatur, für Liebe, für Leben, für Politik, für die DDR, für den Westen. Also alles ist da drin, für das Jüdischsein. Die Geschichte, wie aus einem katholischen Juden ein Kommunist wurde, erzählte mein Vater am liebsten. Für mich war es die langweiligste Geschichte der Welt. Lieber ein ganzes Leben lang Trockenbrot essen, als auch nur noch eine Stunde Krieg führen. Wie ich so andere Funktionäre kennenlernte, mir gegenüber, so war er auch. Aber abwehren, ich war für ihn der Verführer seines Sohnes. Thomas kam und hat gesagt, wir haben Flugblätter verteilt. Irgendwann werde ich verhaftet. Und hat gesagt, aber du kannst wegen dem Baby, mach ja nichts, mach ja nichts. Ich wollte Ihnen das eigentlich schon früher sagen. Ich wäre wahrscheinlich nicht zur Armee gegangen, wenn wir keine Wehrpflicht hätten. Der hat ja da mehrfach Befehl verweigert und ist dann auch vorbestraft gewesen. Er ist ja verurteilt worden. Also sind ja alle auffällig geworden, ganz schnell. Peter ja auch, mit 14 schon irgendwie. Und du warst aber in Ordnung sozusagen? Ich war total in Ordnung. Ja? Ich war lieb. Die DDR ist ein Land, das aus diesem blutigen Schoß von deutscher Geschichte so herausgekrochen ist. Wir waren innerhalb von einer Woche draußen. Wir haben uns einfach rausgeschmissen. Die Opposition beginnt eigentlich also aus einer völlig ungeahnten Ecke für die meisten. Lado! Es gab uns nicht genug Sozialismus. Wir bleiben ja immer die Kinder der Eltern. Und wir möchten, dass sie uns lieben. Auch dieser Brach.